Industrie und Idyll. Riesen aus Stahl sind Denkmäler einer Zeit, als noch rauchende Schlote das Bild von Spielberg, Knittelfeld und Zeltweg prägten. Diese Zeit ist vorbei und das Gesicht der Gegend hat sich verändert. Ruhiger ist es nicht geworden, facettenreicher und verspielter vielleicht. Das glitzernde Band der Mur durchzieht ein Tal der Gegensätze. Entschleunigung in der Bergwelt der Seckauer Alpen. Und gleich nebenan die schnellsten Autos der Welt. Nach Jahren der Stille bringen hier wieder Boliden den Asphalt zum Zittern. Auf geschichtsträchtigem Boden. 1969 wird in Spielberg der Österreichring eröffnet. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die sogar eine Zeit lang als der schnellste Kurs der Welt gilt und als der gefährlichste. Die Strecke wird aus Sicherheitsgründen geschlossen. Erst seit kurzem darf die Formel 1 hier wieder Gas geben, seit der Wiedereröffnung mit einem leicht veränderten, entschärften Kurs. Dem Red Bull Ring. Nur ein paar Kilometer entfernt bestimmt der Rhythmus der Natur den Tagesablauf. In der Gahl am Steinwender Hof nimmt man sich Zeit und weiß abzuwarten. Wir fangen im Frühjahr mit dem Käsemachen. Da kommen die Kühe wieder auf die Wiesen raus, da haben sie das Grünfutter, da ist einfach der Rahm ist wieder gelb, die Milch, es passt einfach alles zusammen dort. Im Sommer ist es halt noch so, wenn es viel Regen oder viel heiß ist, das ist je nachdem, wird er einmal fester, einmal wieder weicher. Das wird nie gleich der Kass. Die Milch ihrer 8 Kühe ist die Basis für die 1000 Kilo Murtaler Steirer Käse, die die Steinwenders jedes Jahr in Handarbeit herstellen. Es soll auch um ihr Wohl gehen und nicht um Massenproduktion. Der Winter gehört der ruhigen Aufzucht der Kälber. Erst wenn sie groß genug sind, beginnt die Zeit des Käsemachens. Seit dem 12. Jahrhundert ist die Abtei Seckau geweihter Boden. Eine romanische Kirche, ein romanischer Christus. Und in krassem Gegensatz dazu die Engelkapelle, gestaltet von einem bekennenden Atheisten. Herbert Böckel hat hier in den 1950er Jahren die Offenbarung des Johannes in Freskotechnik zum Leuchten gebracht. Klöster. Seit mehr als 1000 Jahren Horte des Wissens. Und es liegt in der Tradition, dieses Wissen weiterzugeben. Im Abteigymnasium, das zu Seckau gehört, wird nicht nur der Geist gepflegt. Den Schülern wird die Möglichkeit geboten, mit ihren Händen Schönes zu schaffen. Angelika Kolb und ihre Klassenkameraden haben sich für eine Goldschmiedelehre entschieden. Andere werden zu Tischlern und Fotografen ausgebildet. Den ganzen Tag sind sie in der Schule, müssen einen Haufen lernen. Da kriegen sie ein bisschen den Kopf frei. Ja, es ist ja, wie gesagt, ein Hobby, auf der einen Seite, muss ich sagen.
Und die Gemeinschaft in der Werkstatt ist auch optimal. Und vor allem ist es dann anschauen, wenn man dann ein fertiges Produkt, das man selber gemacht hat, in der Hand hat. Wir machen dort die kurwarme Milch, wie sie aus der Leitung rauskommt, wird eingeleitet in die Zentrifuge. Dann kommt auf der einen Seite die Magermilch raus und auf der anderen Seite kommt der Rahm raus. Mit dem Rahm machen wir Butter in der Hand, was wir auf der anderen Seite mit der Magermilch brauchen wir einen Topfen. Und da Butter tust du nachher beim Käse machen wieder dazu. Ich bin auf den Murtaler Steirerkäse gekommen, ich habe es daheim bei der Oma schon immer gesehen. Ich habe immer zugeschaut als Kind nicht. Und irgendwann haben wir noch selber die Wirtschaft gehabt und da haben wir einfach angefangen zu probieren. Wir haben auch andere Käsesorten probiert, aber es ist einfach die Nachfrage für den Murtaler Steirerkäse am größten. Und da ist für die anderen Käsesorten auch die Milch nicht mehr vorhanden drin. In einem kleinen Seitental der Gahl wähnt man sich allein auf der Welt. Stille und Bergeinsamkeit am inneren See. 20 Minuten von Spielberg entfernt. Auf den Höhen, die den Ring säumen, wächst ein Baum, der in dieser Gegend als Grundstoff für Möbel besonders begehrt ist, die Zirbe. In Obdach designt Claudia Baumgartner aus dem eigenwilligen Holz Möbel, in denen sich Tradition und Moderne ausnehmend gut vertragen. Es war eigentlich schön, dass man immer in der Werkstatt was gesehen hat, was entstanden ist, was zuerst nur am Plan sichtbar war und was dann fix fertig irgendwo bei Kunden oder zuerst schon in der Tischlerei eingebaut worden ist. Also das hat mich schon immer fasziniert, aber es war jetzt doch eher nicht das, was mich interessiert hat. Also das ist erst später gekommen, das ist erst so in der Pubertät gekommen. Also es war wirklich so, wenn ich meinen Vater zugeschaut habe an den Planungen, über die Schultern geschaut habe, dann habe ich gedacht, das würde ich auch gerne können, ich würde auch gerne so gut zeichnen können. Und habe aber eigentlich nicht meinen Bleistift in der Hand halten können. Das habe ich erst nach der Hack angefangen, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt schlage ich wirklich diesen Weg ein. Dann habe ich einmal anfangen müssen, überhaupt zum Zeichnen üben und wirklich einmal so in die Landschaft schauen oder gewisse Details an Möbel anzuschauen oder mal versuchen, das irgendwie getreu wiederzugeben. Claudia will lernen, Möbel zu bauen. Sie will sie in ein räumliches Konzept setzen können. Sie geht nach Deutschland, nach Rosenheim und studiert Innenarchitektur. Danach stellt sich die Frage, zurück in die Steiermark, in den Betrieb des Vaters oder hinaus in die Welt. Ich habe schon überlegt, ob ich ins Ausland gehe, ob ich in Rosenheim bleibe, ob ich wieder zurück nach Österreich gehe, aber in eine Stadt. Ich habe dann 5 Jahre jetzt in Graz gelebt und dann haben wir aber, dadurch, dass unser Betrieb 2006 komplett abgebrannt ist, ist das nachher noch einmal so gekommen, ja, sperren wir jetzt wirklich zu, hören wir jetzt wirklich damit auf, das ist alles weg dann. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich gesagt habe, nein, ich probiere es und ich mache das und eigentlich ist das genau das Richtige. Wir haben jetzt vorgestellt, dass wir da ein Zierbett machen mit einer Schuppeneinfräsung. Das Kopf hat 4 cm stark und dass wir dann ungefähr 15 mm so schräge Flächen reinfräsen mit der CNC. Ja. Und die Flächen sollen ungefähr 25x40 sein. Mhm. Bezüglich des Plans jetzt, darf ich das einmal ändern. Das gefällt mir nämlich nicht, dass wir da den mittleren Fuß weg tun. Ja. Und die Außenfüße ein bisschen einrucken
und dafür einen Travers machen. Das schaut, dass es noch mehr schwebendes Bett ausschaut, dass man die Fiesel nicht sehen. Ich habe schon meine Freiräume gehabt, aber wir haben uns schon auch zusammenraufen müssen. Also das erste halbe Jahr, ja, das war schon, hat es ein bisschen in sich gehabt, aber wir haben uns aufeinander erst einstellen müssen. Er hat nicht gewusst, was ich mache. Ich habe nicht gewusst, was er Wert legt. Mir haben einfach gewisse Sachen vom Tischlerhandwerk gefehlt, weil ich natürlich Innenarchitektur studiert habe. Und auf Plan schaut das natürlich immer alles toll aus, aber man muss es halt umsetzen können auch. Und da hat es natürlich am Anfang ein paar Konflikte gegeben. Aber im Grunde ist mir dann da freie Hand gelassen worden und wir haben das dann zwar gemeinsam entschieden, aber ich bin da drauf und dran gewesen, dass man da was ändert. So, jetzt haben wir das gefunden, das Buch, das wir da suchen. Und zwar die Überlegung des heiligen Bernhard von Clairvaux. Ja, lasst mich voraus, damit ich euch den Weg zeige und ihr geht's hinter mir her, bitte. Im Abteigymnasium Seckau steht der praxisorientierte Unterricht im Vordergrund. Die Bibliothek des Stifts ist kein Museum, sondern eine richtige Bücherei, in der sich die Kinder bedienen sollen. Also da haben wir jetzt das Buch gefunden. Ne? Schaut es mal her. Damit ihr nicht glaubt, ich habe gelogen. Überlegungen des heiligen Bernhard. Und da ist er selber dargestellt. Bei den Goldschmieden übernimmt das Gießen der Rohlinge Meister Dietmar Rossegger. Den Rest machen die Oberstufenlehrlinge. Bitte so nett, könntest du mal den Fußkelch runterschneiden? Ich spann es da rein. Einfach gerade runterschneiden. Komplett runterschneiden. Und wenn es nun ist, dann einfach komplett rundherum bitte verfeilen, versäubern, schmälen, polieren, ja? Bitte, danke. Angelika Kolb ist 16 und im zweiten Lehrjahr. Sie will Ärztin werden. Goldschmiedin ist allerdings auf der Skala der beruflichen Träume ernstzunehmende Konkurrenz. Das Schöne daran ist einfach, dass aus einem Blech was entstehen kann. Zum Beispiel eine Fassung von einem Ring, also die ganzen Kleinigkeiten, die man da einbauen kann. Und das ist das Besondere dran. Der Unterricht läuft so ab, dass wir zuerst ein Werkstück bekommen, also von Herrn Rossegger. Und da wird dann gezeigt, wie man etwas zu machen hat, also grundlegende Sachen. Und dann können wir uns selber aussuchen, was wir als nächstes machen. Also zum Beispiel den Ring eben mit der Kronenfassung oder eben nur die Kronenfassung als Anhänger. Das wird auch gehen. Alles Schöne macht Durst nach noch vollkommenerer Schönheit und Vollkommenheit, schrieb Christian Morgenstern. Und die Vollkommenheit entsteht im Goldschmiedehandwerk. Auch im Streben nach Genauigkeit.
Also mit der Genauigkeit ist es so, dass man punktgenau schauen muss, dass alles passt. Zum Beispiel beim rechten Winkel, das muss ein rechter Winkel sein, da darf nicht eine Welle drinnen sein oder ein Cut oder irgendwas. Das ist überall so, bei der Krappenfassung muss man genau schauen, dass das symmetrisch ist und dass das einfach passt, weil sonst kann man das ganze Schmuckstück eigentlich vergessen. Auf jeden Fall ärgert man sich dazwischen, weil es einfach nicht hinhaut, aber das Ergebnis dafür nachher, wenn man das Produkt in den Händen halten kann, ist einfach genial, also ich möchte es nicht missen. Ich schaue den Schmuck, seit ich hier bin, auf jeden Fall anders an. Ich schaue genauer, wie er gearbeitet ist. Und zum Beispiel im Urlaub schaue ich mir den Schmuck an von anderen Kulturen und so den Einfluss, dass man kreativer wird. Bei Monika Steinwender ist es Zeit für die große Fermentationsmetamorphose. Aus Magermilch wird Topfen. Und Topfen ist die Basis für den Murtaler Steirerkäse. Man fragt und man probiert selber, weil es macht jeder einen Käse anders. Und man muss schauen, nachher, wie er wird, und man lernt mit der Zeit. Ausgelernt ist man eher, sagen wir so. Es wird nicht immer gleich, man tut zwar immer gleich, aber er wird jedes Mal anders und von dem her ist jedes Mal was anderes. Es ist einfach schön, wenn du daheim eine Arbeit hast und irgendwo musst du was suchen, was die anderen nicht so können und machen. Und von dem her haben wir das gefunden, wir haben gleich angefangen und durch das, dass er gut geworden ist und hat es passt und es ist immer mehr geworden und für das, und ich sage, wenn die Nachfrage groß ist, hat er Freude, dass man macht. Damit der Topfen auch wirklich zu Käse wird, braucht es Geduld und Genauigkeit. Zweimal am Tag setzt die Bäuerin eine neue Schüssel zum Reifen an. Aufpassen muss man in erster Linie, dass immer gleich warm ist. Man muss immer die gleiche Temperatur haben im Raum. Man darf nicht einmal kalt und einmal warm, weil dann hast du die Gefahr, dass er handig wird. Und nachher schauen, dass er nicht zu heiß wird, weil nachher wird er zu trocken. Und einfach schauen, wenn er angegangen ist, dass man Rest hat. Übersehen darfst du ihn auch nicht. Kümmel, Salz und Pfeffer. Eine letzte Portion Topfen sorgt für die berühmten Augen im Käse, zu entdecken nur in den wirklich handgemachten Sorten. Hoch oben am Gabalpass lebt und arbeitet ein Koch, der auch mit Leib und Seele Wirt ist. Am liebsten kocht er in seiner Rauchkuchel, dem Herz des Stüblerguts, einer alten Säumerstation aus dem 13. Jahrhundert. Ich habe in Graz gelernt, bin dann in Schlosshotel Felden, war dann 10 Sommer im Schlosshotel, im Winter war ich am Adelberg, in Zürs und in St. Anton.
Und bin dann schlussendlich, bevor ich dann da in die Gegend gekommen bin, 7,5 Jahre in Kitzbühel gewesen, haben wir dort die Hauben erkocht. Und dann bin ich eigentlich wieder zu Hause in die Region. Also ich liebe die Gegend und ich bin sehr froh, dass ich wieder heim bin. Dadurch bringen mir sehr viel Leute, also auch Nächtigungen und auch internationale Gäste, was wir kriegen. Und es ist ein großer Aufschwung in der Gastronomie, durch den Ring, durch die Aktivitäten vom Ring, ob das jetzt Musikveranstaltungen sind oder die Formel 1 oder die DTM, gibt's richtigen Zuwachs. Für die steirische Bayrit mit Kaspreisknödeln, die Bayrit mit Salz und Senf würzen und kurz in der Pfanne anbraten. Die Kreideln kommen aus meinem Garten. Ich habe da 2 Hochbeete gemacht im letzten Jahr und da setze ich mir die ganzen Kreide an. Die, was ich da für den Betrieb für meine Gäste brauche. Damit das Fleisch den Saft nicht verliert, muss man ihm Zeit lassen. Ideal sind 3 Stunden im Backofen bei niedriger Temperatur. Der Teig für die Kaspreisknödel besteht aus Steirerkäse, Semmelwürfeln, Zwiebeln und Eiern. Mit kalter Milch und Schnittlauch vermengen, gut durchkneten. So, Hans, fangst du mal dann mit den Presskneteln bitte an und jetzt mal noch kurz vorher den Bärlauch rübergabst. Ist schon. Merci, danke. Bärlauchpesto für Aug und Gaumen. Der Bärlauch kommt aus dem Murtal in der Nähe von Spielberg und den hat ein Freund von uns gesammelt. Und er versorgt uns immer auch im Herbst mit Steinpilzen. Den geschnittenen Bärlauch mit ein wenig geriebenem Parmesan, Salz und Öl verfeinern und mit dem Stabmixer pürieren. Sehr gut. Das war's. Danke. Karl Kraus schrieb, unsere innere Uhr tickt je nach Erleben anders als die objektive Zeit. Oft ist nicht die Zeitdauer maßgeblich, sondern das Erleben von Zeitqualität. Geschwindigkeit ist relativ. Aristoteles zeigt in seinem Paradox vom Wettlauf zwischen Achilles und der Schildkröte, dass sich aus der Perspektive der Langsamkeit die Welt verändert. Arnold Cravagnas große Liebe sind die Käfer.
Burschen, kommt's. Halb oben. Oh. Hopp, hopp, auf. Und jetzt um. Jetzt bei. Ja. Gehen wir bitte zurück. Und absetzen. Ja, zurück, glaube ich. Zurück. Ja, passt. Sehr gut. Geht ja. Sieh, jetzt den Stift einfach rausziehen, wir müssen so auf. Den Stift ziehen wir einfach raus und mit dem Zahnstab. Ich weiß. Arnold Gravagna und sein Käferverein betreiben in der Gahl ein Museum, das in ständiger Bewegung ist. Es wird repariert, gustiert und restauriert. Die fertigen Stücke lassen sich im Käfermuseum bewundern, wobei die ausgestellten Autos ständig wechseln. Denn die meisten VWs sind noch straßentauglich und werden oft und gerne von den Besitzern ausgeliehen. Ich habe auf einem 13-3er von meiner Schwester Autofahren gelernt und mit Sportlenkradl und so. Und so ist es wahrscheinlich drinnen geblieben. Und mit meinem Vater bin ich ab und zu in die Grazer Messe gefahren, hinten im Rücksitz drinnen und so. Und das hat man sich halt wahrscheinlich eingeprägt und gemerkt, diesen VW-Käfer-Sound und den Ton. Und so sind wir halt dann zum Käfer gekommen. Weil es halt einfach ein cooles Auto ist, weil es ein cooles Auto ist. Und weil er ganz einfach zum Restaurieren ist, das sogar ich als Koch sozusagen kann oder beherrsche. Und das ist natürlich die Liebe zu dem Käfer dann geworden, nicht? Weil er einfach ist. Jedes Auto hat ein kleines Leben in sich, nicht? Das ist halt so wie der, hat halt eine eigene Automatikschaltung und Handgas und das sind halt verschiedene Produkte, verschiedene Modelle, die es gegeben hat. Der eine hat 50 PS, der andere 100, der andere 24, der andere ist ganz alt und rar. Und vor allem ich stehe halt ein bisschen auf seltene Fahrzeuge, also die, was es nicht so schnell gegeben hat oder nicht so viele gegeben hat. Aber es ist halt so, dass in jedem was findest, also irgendein Herz. Also von der Farbe angefangen bis hin zum Motor, es ist halt immer was Nettes dabei bei jedem Käfer. In jungen Jahren, da bin ich noch, glaube ich, erste Klasse Volksschule gegangen, da ist der Jochen Ring gestorben und seitdem wollte ich immer Rennfahrer werden, aber das ist sich nie ausgegangen. Also muss man auch sagen, ich habe schon eine sehr große Beziehung. Ich bin immer sehr schnell gefahren, ich habe immer schnelle Autos gehabt. Ich liebe nach wie vor die Geschwindigkeit ab und zu. Natürlich haben wir da den Red Bull Ring und da kann man sich ab und zu austoben und das ist natürlich ganz wichtig und wie gesagt, ich liebe Geschwindigkeit nach wie vor. Käfer ist nicht so richtig von Haus aus als Rennauto gebaut und darum muss man ein bisschen umbauen und es ist halt einfach nur ein bisschen zum Kämpfen mit dem Auto, nicht? Da hast du halt noch was zum Tun und ist halt nicht so abgestimmt und er hebt halt ab und zu das Fursel hinten und so, das ist natürlich alles zum Abstimmen und das ist vielleicht, warum nicht unbedingt ein Poliden? Der ist viel zu brav und viel zu straßentauglich, nicht? Also der Käfer soll schon ein bisschen was zum Tun haben, nicht? Also beim Lenkradl und so, das ist natürlich typisch Käfer halt, nicht? Dass du halt einfach was machst mit dem Auto. Und dass er halt ab und zu ein bisschen am Ausbrechen ist. Und der Käfer ist ja wirklich im Rennsport nicht einfach zu fahren. Bei den Werken des Zeltweger Künstlers Albarello reduziert sich die Geschwindigkeit auf ein beschauliches Aufsaugen der 1000 Eindrücke in seinem Garten, der Werkstatt und Schauraum zugleich ist. Michael Ranzmeier, umtriebiger Wirt in Zeltweg, besucht ihn zum Gedankenspinnen, zum Verweben von Ideen. Genau, das ist hinten dabei. Und da haben wir gedacht, dass wir da 12 cm, viel mehr braucht man nicht, dass das plastisch rauskommt. Und da lassen wir noch eine Edelstahlstange, wie das Kleinte, weißt du, was ich unterbrochen habe bei dir daheim, mit den Edelstahlstangen, dass wir Daisy da drin wieder finden. Das ist der Kreis um und um. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst, das spiegelt sich recht schön drinnen. Gell? Und dann am Rand autogen geschnitten mit der Anlaufform. Also ich glaube schon, dass das, ja, genau, das kommt dann auch plastisch raus. Und das sieht man, dass das nicht eine komplette Fläche ist. Genau, das ist komplett autogen ausgeschnitten. Und eine Messingkugel, hochglanzpoliert. Und zwar, jetzt sind wir beim Thema Vollmond, das soll nichts anderes symbolisieren, Mond und Sonne. Gell? Und zwar, die Edelstahlkugel soll den Vollmond symbolisieren, die Messingkugel die Sonne. Mhm.
der hintere Kreis, der was eigentlich dann auslaufend ist, aufmisst, das komplette Universum. Das war mal die Grundsymbolik für die obere Geschichte. Und die ganzen Sachen, was jetzt da hinten sind, mit den kleinen Einschnitten drin in dem Blech, das waren eigentlich die Begegnungen des Lebens. So wie es im Universum passiert ist. Gelernt habe ich Elektriker mit Lehrabschlussprüfung, fix fertig. Bin dann 3 Jahre in einen kaufmännischen Beruf übergestiegen, wo ich draufgekommen bin, das ist nicht ganz meins, hat auch viel mit Computern so zu tun gehabt. Und ich habe doch von der Hauptschule, weil ich eigentlich schon immer die Ambition gehabt zur Zeichnerei, Malerei, habe in der Hauptschule einige Wettbewerbe gewonnen. Also ich war schon wirklich für mich selber auf dem Weg, wo Mathematik nicht so wichtig war wie meine Kunst. Gell? Und habe mich dann irgendwann einmal drüber traut, also da war ich 26 Jahre, in die Selbstständigkeit. Es ist mir relativ gut gelungen, muss ich sagen, dadurch, dass ich einen so guten Kundenstock aufgebaut habe, dass die Leute immer wieder gekommen sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, oder hat es die Möglichkeit gegeben, beim Bundesministerium anzusuchen um einen Künstlertitel. Also der dann anerkannt wird, obwohl man keine akademische Ausbildung hat. Und das bin ich dann angegangen. Es war nicht ganz so leicht, wie es mir vorgestellt hat, muss ich ehrlich sagen. Aber schließlich und endlich, muss ich sagen, hat die Curie dort entschieden, dass ich das wert bin. Und sie haben mich dann einfach den Titel anerkannt und ich darf mich seit 2007 wirklich offiziell als Künstler nennen. Was man natürlich selber meiner Seele wie ein Balsam ist, gell, wenn man das auch so erreichen kann. Albarello ist ein wahrer Kunsthandwerker. Nicht nur, wenn er Skulpturen schafft. Er legt Hand an. Ein Künstler, der kaputte Glühbirnen austauschen kann. Und das mit so viel Freude und Freundlichkeit wie bei der Vorbesprechung für den nächsten Großauftrag. Ein Schloss mit toskanischer Anmutung, mitten in der Steiermark. In Schloss Farach lebt Haubenkoch Alexander Stör. Gemeinsam mit seiner Frau Karin betreibt er die Schlosstaverne. Die Veilchen, die Lieblingsblume. Kaiserin Elisabeth. Mhm. Und der Oregano ist auch schon schön. Der passt genau heute zu dem Spargelgericht, den wir am Abend machen dazu. Hm? Und was hast du vor? Was willst du genau machen? Ja, da machen wir so eine kleine Spargelvariation. Mit so einem marinierten Spargel. Und da schneiden wir einen feinen Oregano dazu. Und damit der Spargel ein bisschen mehr Aroma bekommt, haben wir eine Tomate noch dazu. Und das passt dann mit dem Oregano wunderbar zusammen. Mein Vater war immer schon ein großer Schlösser-Fan. Und als kleine Kinder mussten wir schon immer jeden Sonntag auf Schlössertour gehen. Also ich glaube, ich kenne alles, was es in der Steiermark gibt, sowieso, aber sehr viele Schlösser aus Österreich. Und es war für ihn immer mal klar, er möchte ein Haus mit Geschichte haben. Und das Haus muss einfach alt sein und es muss eine schöne Geschichte haben. Und dann ist ihm dieses Haus zum Verkauf gestanden. Und über den Immobilienmakler hat mein Vater dann eigentlich sofort zugeschlagen, obwohl es in einem katastrophalen Zustand war. Im Garten hat es 2 Eseln gegeben, die Einbrecher abhalten sollten und die auch zugebissen haben. Ja, und dann hat er eben mit dem Umbau begonnen. Der ist mit viel Umsicht passiert und Mühe. Schloss Farach ist für die Störs ein Haus und eine Liebesgeschichte. Kinder werden immer größer und Kinder brauchen dann irgendwann einmal nicht mehr. Und das Haus wird uns immer brauchen. Und deshalb, wenn man jetzt das Haus mit Geld und mit einem Preis vergleicht, also wenn ich einmal ein Angebot kriegen würde, dann wäre es nicht ein Angebot für das Haus, sondern wäre es eigentlich ein Angebot für meine Gefühle. Thomas Glavinitsch schreibt, ich liebe das Gefühl, einer Sache nahe zu kommen, die ich nicht benennen kann. Irgendein großes Geheimnis scheint hinter der Geschwindigkeit verborgen, eine metaphysische Instanz.
der Ring als Spielplatz für alle, die Motoren lieben. Koch und Wirt Harald Kreuß erweitert seine Kenntnisse. Nicht der Sinn fürs Kulinarische, sondern der Sinn fürs Gleichgewicht ist gefordert. Ich liebe das Motorradfahren, weil das ist ein riesiger, richtiger Ausgleich für mich zu meinem schwierigen Job, was ich habe. Und wir sind so eine größere Männerrunde. Und da machen wir seit 20 Jahren so Motorradausflüge. Wir waren schon in Syrien, Sizilien, Korsika, Spanien, Italien. Und da kann man richtig entspannen dabei. Entschleunigung durch Beschleunigung. Hier heben sich die Gegensätze auf. Das gilt um den Ring und ein paar Kilometer weiter in Obdach in der Tischlerei Baumgartner. Die Zirbe ist halt eher ein unruhiges Holz mit den Ästen. Und da bin ich der Meinung, dass man es immer relativ schlicht und mit klaren Formen halten soll. Und vielleicht auch, so wie man es jetzt macht man nur das Zirbenbett und vielleicht eine Nachtkastel in Zirbe dazu. Aber dann die Schränke, die werden dann schon lackiert oder in einer anderen Oberfläche gemacht. Einfach nur, dass der Raum ein bisschen ruhiger wirkt und dass das eine angenehme Stimmung ist und dass die Zirbe nicht alles überlagert und dass das nicht ausschaut wie in so einer Bauernstube. So, so kommt das Bett aufs Dreh. Bisschen noch. Claudia Baumgartner hat einen Weg gefunden, alt und neu gemeinsam strahlen zu lassen, ohne einander zu schwächen. Sie hat dem Traditionsmaterial Zirbe Leichtigkeit geschenkt. Stecken wir es ein bisschen fest. Ah, das ist mir ja eine Frauensache, so Betten machen. Die Gegend um Spielberg ist ein Paradies für Träumer. Anmutige und prächtige Schlösser und Schlösschen finden sich auf fast jeder noch so kleinen Anhöhe. Schloss Wasserberg in der Gahl und die renovierten und zu Hotels umgebauten Herrenhäuser Steirer Schlössl in Zeltweg und Gschlössl in Großlobming. Über das nahe Eichfeld wacht Gabelhofen, ein ehemaliges Wasserschloss aus dem 15. Jahrhundert. Und natürlich ist da noch Schloss Farrach, wo der äußere Frieden der Dämmerstunde trügt. Im einzigen Toskanerschloss der Steiermark feilt der Chef am Hauptgericht für den Abend. Hier haben die Jahreszeiten ein Mitspracherecht bei der Speisekarte. Alexander Stöhr und Lehrling Anna Madl arbeiten an einer Spargelvariation mit Panna Cotta. Ja, Spargel kann man natürlich so wie gewohnt immer von vorne nach hinten schälen, so wie es in den ganzen Kochbüchern zu finden ist. Ich habe für mich eine etwas unkonventionellere Methode zurechtgelegt. Und das wäre eigentlich für mich unlogisch, am guten Ende, wo die Spitze ist, mehr wegzunehmen als notwendig. Deswegen schäle ich den Spargel von hinten nach vorne. Für die Panna Cotta 4 Stück Spargel mit Obers aufkochen, für ca. 5 Minuten leicht köcheln lassen und mit Salz, Zitronensaft und Cayennepfeffer abschmecken. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen und nach 2 Minuten ausdrücken. Mixen und durch ein feines Sieb passieren. Thank you.
Für den marinierten Spargel mit Tomatenvinaigrette, zwei Paradeiser, einen Apfel, vier Stück weißen und vier Stück grünen gekochten Spargel in kleine Stücke schneiden. Die Mischung mit Olivenöl, Tomatenessig, Salz, Zucker, Pfeffer und Gundelrebenblättern marinieren. Soft runter, der sich jetzt gebildet hat vom Säuern beim Apfel. Ja. Da rinnt immer ein bisschen was aus nach dem Säuern mit der Zitrone. Mhm. Und damit wir dann am Teller nicht so viel Marinade haben, ja, ist besser, wenn wir das abschöpfen. Der Geschmack bleibt eh erhalten. Und die Zitrone ist ja eigentlich nur wichtig, damit der Apfel sich nicht verfährt. Mhm. Wunderbar, passt so. Dass man einfach von der Jahreszeit her das kocht, was vor der Haustür wächst. Das wäre dann für sich das Optimum. Für mich persönlich kommt jetzt noch dazu, dass ich relativ unbefangen koche, weil ich nicht wirklich eine Kochausbildung gemacht habe, durchlaufen habe. Ich habe mir sehr viel autodidaktisch selber beigebracht und kann daher unbefangen drauf loskochen. Wir machen das alles ein bisschen unkomplizierter, so wie wir uns das einfach am besten vorstellen. Und Kochen ist einfach eine impulsive, unkomplizierte Sache. Man soll das nicht verkomplizieren, das machen eh die Kochbücher. Dann macht es nicht mehr keinen Spaß mehr. Und Kochen muss Spaß machen. Und so ist es so, wir haben jeden Tag Spaß beim Kochen, wir erfinden uns jeden Tag neu. Und an einem Tag macht man ein Gericht so und am nächsten Tag macht man es vielleicht ein bisschen anders. Das gehört aber dazu. Da ranken sich viele Mythen um den Spargel. Aber ich glaube, wenn der Spargel wirklich frisch ist, und das kennt man einfach, wenn man einen heimischen Spargel kauft und der ist am Ende, am Stielende, ist er noch frisch, ist er noch feucht, dann braucht man da nicht was wie herumdoktern. Den Spargel einfach in einen ordentlichen Topf mit Salzwasser kochen, mit viel Wasser. Da braucht man keine Milch dazugeben, da braucht man keine alte Semmel, wie es sonst oft in Kochbüchern heißt, dazugeben. Dann ist der Spargel so, wie er frisch kommt, ist er gut. Vielleicht das eine, wenn man eben den Spargel dann nachher kalt verwendet, so wie wir, wäre es wichtig, dass man hinten noch kalt abschreckt und dann rasch isst halt. Also der Spargel schmeckt am besten frisch gekocht und da braucht man sonst nicht sehr viel herumtun. Zuletzt noch ein ansprechender Farbtupfer. Ein Eidotter bei 70 Grad für 5 Minuten im Backrohr konfiert. Das Räuchern mit Wacholdermehl ist eine optionale Wohltat für Gaumen und Nase. Das Einfache zu schaffen, erfordert viel Kunstfertigkeit. Und natürlich einen Raum, in dem Visionen wachsen und gedeihen können. Ist es so, wie du es vorgestellt hast? Das hast du gewaltig geschliffen. Die Aussage siehst du jetzt, gell, was ich gemeint habe, mit den Begegnungen, Universum. Das Tiefenspiel. Jetzt muss ich da oben schauen. Ja, da sieht man dann. Das ist jetzt wirklich das Gröbte, wie es gemeint ist. Das ist besser als das Knitterding. Die Gegensätze der Gegend und seiner Welt in einer Skulptur vereint. Zirpenholz und Metall. Hart und weich. Geschliffen und roh.
Material da.